Egal. Ich kann mich irgendwie nicht aufstellen. Egal. Hä? Ist das einer? Boah, ich dachte irgendwie. Na, sieht ein bisschen so aus. Bisschen. So, jetzt ziehe ich mal kurz davor und gehe wieder weg. Da hat noch einer irgendwie hergeschossen von da rechts. Ah. So. So, und wo kam jetzt der wieder her? Alter, was wollt ihr denn von mir? Etwas, was ich ganz cool finde, ich weiß nicht, ob das dynamisch ist, aber der Wind drückt die Kugel jetzt nach links und der Rauch da, der geht auch nach links. Das stimmt überein. Ich weiß nicht, ob wenn jetzt der Wind wechselt, ob das dann in die andere Richtung geht. Das finde ich sehr cool gemacht eigentlich. So, jetzt, Alter. Bam! Wieder mal ins Auge. Oh, letztens habe ich eine Folge Mythbusters geguckt. Oh yeah. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind so zwei Typen, die halt irgendwelche, ja, Gerüchte oder halt eben, ja, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, Gerüchte eigentlich. Von zum Beispiel Hollywood-Filmen oder so nachgehen, ob das wirklich stimmt. So eine Fernsehsendung. Und da haben die geguckt, ob das stimmt, dass man eine Sniperkugel. Also quasi, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel den Film Shooter kennt. Da gibt es eine Szene, wo, das ist so ein Scharfschützenfilm halt, da gibt es eine Szene, wo der Scharfschütze einem anderen Scharfschützen quasi durchs Zielfernrohr einen Kopfschuss verpasst, wenn ihr jetzt versteht, wie ich es meine. Und sie haben halt getestet, ob das geht. Und das wäre wohl ziemlich unmöglich, dass das ginge. Das Scope geht zwar logischerweise kaputt, aber da die Kugel durch die Scheibe, also durch das Zielfernrohr, durch die vielen Schichten an Glas oder was da drin ist, quasi abprallt, ja, wird die Kugel dann im Scope in aufgehalten, sodass quasi der Sniper zwar nichts mehr machen kann, weil sein Scope kaputt ist, aber ein Kopfschuss bleibt ihm wohl erspart. Finde ich ganz interessant irgendwie. Naja. Ich habe gemeint, ich habe jetzt hier vorhin einen Schuss gehört, aber vielleicht habe ich mich ja auch getäuscht. Schon geil, dass hier noch Blumen wachsen. Alles kaputt, aber da noch Blumen. Naja. Da hat jetzt eindeutig wer geschossen. Oder ist das nur ein Hintergrundsound? Ich traue dem nicht ganz. Kann ich hier hoch? Ah. Ich habe irgendwie Schiss, dass wieder sowas passiert wie vorhin, dass gleich irgendwie drei Stück kommen und puff, 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 und ich kann nichts machen. Das wäre scheiße, weil da muss ich wahrscheinlich nochmal alles machen. wo muss ich überhaupt hin? Ich bin ja falsch.
Oh shit. Renn! Puh. Da habe ich mich vorhin doch nicht getäuscht. Wo war es der? Ah, da hinten. Kann ich rüberziehen? Da muss ich was von hier machen. Na ja, super. So. Zack. Gut. Jetzt muss ich wieder da hinten hin. Bin ich nicht irgendwie von da gekommen? Na egal. Kannst du hier nicht ein bisschen mehr Checkpoints geben? Das ist ziemlich nervig hier. Kann ich hier rüber? Na, geht nicht. Boah, jetzt hat er gerade das Bein übelst verkrüppelt. Egal. Gehen wir mal hier rein. Gibt's einen Keller? Guck ich doch gleich mal, was da ist. Vielleicht so ein unterirdischer Gang. Das wär cool. Da muss ich nicht Schiss haben von den Snipern. Oder auch nicht. Aber Muni. Munition für Panzerfaust, ist ja geil. Gibt's hier Bazookas oder wie? Hier schön Koffer und alles. Naja. Mann, die Mission kann sich noch in die Länge ziehen, ne? Kann ich hier hoch? Ne. Wieso bin ich eigentlich da hinten hingelaufen, wenn ich sowieso hier hin muss? Ist ja dumm. Da hätte ich mir da die zwei Tode eigentlich sparen können. Sogar mit Wind. Oh, Cutscene. Ach so, ich musste alle ausschalten, deshalb hat es mir das angezeigt. Ah, okay, cool. Ja, nix hier speziell gefunden, aber das ist ja egal. Irgendwo außerhalb Berlins bereiteten sich Wolf und seine Russen vor, London auszulöschen. Aber ich hatte immer noch keine Ahnung, wo der Startplatz war. Ich wusste, wo Wolfs Büro war, im Herzen der Stadt. Und wenn ich dort nicht finden konnte, was ich brauchte, würde ich die Antworten vielleicht in einem Regierungsministerium in der Nähe finden. Die Schlacht von Berlin war jetzt auf dem Höhepunkt. Auf jeder Straße wurde gekämpft, Scharfschützen auf jedem Dach, Panzer auf allen Brücken und Plätzen. Die Deutschen verbrannten ihre Dokumente, damit sie nicht in russische Hände fielen. Ich musste mich beeilen. Beeilen. Gefällt mir nicht. Naja. Erreiche die U-Bahn, um das deutsche Hauptquartier zu infiltrieren. Okay.
glaube, ich lasse die mal in Ruhe ein bisschen metzeln, ne? Ich guck mal, ob ich hier irgendwie rüber kann. Aber es sieht leider nicht so aus. Haben die mich jetzt bemerkt oder wie? Naja, auf jeden Fall mal den Sniper da. Zack. In der Phrasen. So, geht doch. Zack. Oh, komm schon. Also ich will mich auch so ruckartig bewegen können wie die. Oh, durch die Lunge. Und weg mit dir. Ich glaube, das war's, ne? So muss das sein. Weltrekord. Okay. So. Wo muss ich eigentlich hin? Hm, da sind noch Gegner. In deinem Fenster will ich zuerst das schauen, weil ich nehme an, das ist ein Sniper. Nein, es ist ein MG. Wow, wie habe ich das gemacht? Na egal. Zack. Da ist noch einer. Ah, ich gehe jetzt erstmal hier vorne in Deckung. Ist einiges einfacher für mich. So, jetzt erstmal den da. Oh Mann. So, jetzt geht doch. Zack, in den Hinterkopf. So. So, der Musik nach ist das... Was das? Ja, gehen wir mal darüber. Dann gleich mal dahin. Und jetzt immer so schön von Deckung zu Deckung, weil ja, wenn halt hier wieder irgendwelche Gegner auftauchen, dass ich dann schon mal in Deckung bin.